Konservennahrung. Was sollten wir eigentlich nochmal hier? Weswegen war ich nochmal unbedingt hier? Können wir, glaube ich, noch nicht wirklich machen. Was sollen wir jetzt machen? 25 Leute, alles klar. Das Ganze jetzt mal hier so bis dahin bringen. Und dann. Ach ja. Hitze und Kälte und so weiter. Da müssen wir jetzt auch noch drauf achten. Keine Wärmequelle in der Nähe. Bauen Sie 6 Polarwohnungen, alles klar. Was wollte ich eigentlich? Irgendwas muss ich doch produzieren. Ich weiß noch erfahren. Spätestens dann, wenn es schon spät ist. Wohnung. Immer noch Wohnung. Ah, ja. Hauptsache. Ich glaube, wir bauen da hier oben zwei doppelstraßige Straßen. Nein, doppelspurige Straßen. So. Das könnte hinkommen. Dann haben wir auch zumindest das große Gebiet, was uns noch hier erwartet. Schon mal vorher so ein bisschen eingeplant. Und vielleicht auch ein paar Querstraßen. Nein, das ist keine Straße. Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen Ihren Raumhafen weiter ausbauen. Innerhalb vernünftiger Grenzen. Ah. Tja, und genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Union. Sie müssen ihren Raumhafen mit eigenen Docks ausstatten. Mensch, wir kommen mal heute richtig gut voran. Sie dürfen hier bauen und nur hier. Metallschaum? Achso, dafür brauchen wir dann die Aluminiummine. Und natürlich auch ein Vertriebszentrum. Versorgung und Logistik. Okay. Das habe ich jetzt bis jetzt auch noch nicht so direkt gesehen, dass es da unten sogar stand, wie gut das hier gedingst. Wie gut das Ganze so. Gut, dann machen wir das halt nicht. Dann gehen wir halt erst nochmal hier auf Aluminium. Hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Verdammt. Ich wollte das doch drehen. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr von der Energie, beziehungsweise von der Wärme. Ist immer ein bisschen tricky hier. Muss man ja erstmal umdenken. Okay, wir brauchen Energie. Normal, Moment, Energie, dann können wir. Nein. Wieso Energie? Dann warten wir nochmal auf Energieschaum. Energieschaum auf Metallschaum. Wie kommen wir jetzt auf Energieschaum? Wir brauchen Energie. Wir brauchen keinen Energieschaum. So, Energieschaum haben wir jetzt, in Anführungszeichen. Benötigt Bergbauplatz. Na super. Achso, Geothermal. Ein Bergbauplatz. Ach ja. Ja, ich wollte schon gerade sagen, der braucht doch bestimmt auch eine Straßenverbindung. Dann können wir. Unser vorgebautes. Oh Gott, wir brauchen Geld. Ist ja nicht so, dass ich eigentlich genügend Geld auf der Kante hatte. Na, eigentlich. So, was plus 390 Energie? Ja, läuft, würde ich mal sagen. Und dann können wir jetzt endlich dieses Transport.
Nachdem wir noch ein paar mehr Leute an Bord geholt haben, können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, auch ein Transportbusiness bauen. Wir verbrauchen genauso viel wie wir produzieren. Baukosten 3000. Würde ich jetzt eher noch nicht sagen. 6000. Was müssen wir denn machen, um den zu verbessern? Okay, wir brauchen nur Beschützer. Die haben wir auch bald, das ist gar kein Problem. Wir wollen uns dann gleich das Transportzentrum und dann... Ich hoffe, Sie haben unsere Bauvorschriften gelesen. Natürlich. Ach, in einer beliebigen Region, ja gut, das wird dann ja definitiv... Moment, was? Ein Ausbildungszentrum? Achso, ups. um schnell unsere wichtige Funktion zu haben. Wichtige Funktion? Ist bei mir auch nur immer so, ne? Hab ich ja das nicht irgendwie immer aktiviert. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. In seine Fabrik und investieren ins Iridium. Iridium haben wir noch ein bisschen. Ja, wir brauchen halt immer so viel Metallschaum und wir haben nicht viel Metallschaum. Das ist natürlich... Oh, geht auch weg mit dem Tutorial. So, Transportzentrum jetzt aber. 5000. Eieiei. Macht es schon Sinn? Wahrscheinlich eher nicht. Obwohl, wenn ich so sehe, dass wir immer wieder Geld verlieren, macht es bestimmt Sinn, wenn wir eine neue Transferroute errichten. Oh, Weltmarktneuigkeiten. Krass. Gibt echte Börse. Die Frage ist, die brauchen noch gar nichts, oder? Das ist natürlich schlau gewesen. Zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Die brauchen Konservenahrung. Und unsere Arbeitskraft ist am Siedepunkt, würde ich mal sagen. Also. So. Können wir da oben auch nichts mehr bauen? Das ist natürlich auch nicht so schön. Die Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Sag bloß. Was mit den Wärmequellen immer wieder das Problem ist. Ach ja. Das ist ja wahrscheinlich ein kleines Unternehmen, oder? Am Anfang verwirrt. Pläne. 50 brauchen wir dafür das Upgrade. Und hier müssen wir noch das Sicherheitsgebäude errichten und dann ganz viele Administratoren sammeln.
Ja, ich würde mal sagen, wir brauchen auf alle Fälle hier die Konserven. Ansonsten. Was ob. Also, ich dachte schon, wir haben es doch gar nicht richtig. Wir sollen ein bisschen optimieren, was wir gar nicht richtig haben. Oh, das mit dem Metall schon, das ist aber auch schon ein bisschen nervig. Vor allem, sie produzieren ja kaum noch wirklich was, weil wir halt wirklich das Problem mit den Arbeitskräften gerade haben. Okay. So, Konserven. Dann können wir hier eine Konservenbüchse hin. Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden. Sie sollten nicht überrascht sein, wenn diese Gegend bald wieder unbesiedelt ist. Okay, die brauchen Vitamindrinks. Eine Gemeinschaft wäre natürlich auch nicht schlecht. So, mit der Konservennahrung, das steigt zumindest. Wie viel sind da jetzt drin? Kann so nicht weitergehen. Null von. Ja, doll. Dann würde ich sagen, macht es wirklich Sinn, wenn wir eine neue Transferroute errichten. Wir haben ein Plus von. Plus 10. Was ist hier? Sektor ja hier, da. Raumfahrtausbaustufe zu niedriger. Doll. Genauso muss das sein. Wie soll... Nicht überraschen. Ja, nicht überraschen, finde ich auch. Ja gut. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich hab's vergessen. Ich wollte nicht irgendwas gucken. Sektorprojekt. Ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Lassen Sie mich den... Ja, machen wir später. Wir sind wahrscheinlich jetzt hier bei irgendwie minus 50 oder doch immer. Wir sind mit 12 von 50 Beschützern. Was haben wir denn? Okay, 12 Beschützer haben wir. Macht das. Jetzt haben wir sowieso das Problem mit den Credits. So, die Arbeitskraft nimmt zumindest wieder ein bisschen zu. Ich würde sagen, wir switchen und versuchen hier nochmal ein bisschen Geld reinzukriegen. Damit wir an die Superlegierung rankommen. 20.000 Meilen. Warum brauchen die 50 Superlegierungen? Ich befürchte, ich muss dann davor. Moment. Hey, komm doch rein. Was ist, wenn wir. Okay. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Wenn wir dadurch irgendwie das Geld reinkriegen. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß, mein Freund. Nicht? Oh, verdammt. Dann mache ich was falsch, weil er nicht nur schwarz-weiß ist. So, verkaufen wir das. Boah, krass, ey. Wir brauchen... Junge. Hier noch Graphen. Im Geschäft ist man entweder Fisch oder Hai, mein Freund. Ach scheiße. Und wir alle wissen, dass ich hab's gekauft, ne? Und ich nicht verkauft, ich Idiot. Ja, genau. Mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Kein Kommentar. Dann haben wir einen Deal, mein Freund. Ja, genau. Mach mir ein Angebot. So, 16.000 haben wir zumindest schon mal. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Dann steigen wir wieder in die Arktisregion.
viel Zeit draußen verbringen? Ja, warum nicht, wenn das, wenn ich habe sowieso einen großen Geschoss, warum habe ich eigentlich hier das Deck gebaut, also. Handelsdings war ja hier. Da draußen ist es schweinekalt. Anfrage. Warum kommst du nicht rein und taust erstmal auf? Boah. Fähre. Neue Märkte. Handeln Sie mit Wille. Liste aktualisiert. Warnung. Jorgensen. Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Super, das heißt, wir haben jetzt ordentlich Asche. Zumindest etwas. Ja gut, dann können wir gerade sowieso nichts anderes machen, als weiter Leute versuchen hier an Bord zu holen. Ein super Gebäude hätte ich auch gleich gerade bauen können. Hätte ich das gewusst. So, dadurch kriegen wir auch theoretisch gesehen ein bisschen Geld. Und jetzt bekommen keine Beschützer rein, weil wir einfach, weil die einfach die Arbeitskraft so verdammt niedrig ist. Arbeitskraftwartung können wir vielleicht minimieren. Ich wollte gerade sagen, vielleicht bringt das hier was, ne? Weil die Wartung ist ja doch schon. Groß. Aber wie. Oh, dieses blöde. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich gehe jetzt auf allen Inseln gucken, ob ich da noch weiteren hier Dings sehe. Metallschaum, der hier rumfliegt. Damit wir Metallschaum haben. Bevor wir den wirklich in Mengen produzieren können. So, super. 5 haben wir schon mal. Ja, suchen wir mal weiter. Wir müssen ja nicht unbedingt mit nur 5 wieder zurückkommen. So, dann gehen wir hier auf unsere Insel und gucken mal hier im Norden nach. Das wäre jede Menge Eisschollen durchbrechen. Das sind wirklich fast alles eine Scholle hier, diese 4 Schollen. Ah, hier können wir noch eine Menge bauen. Ja, irgendwie ist das alles eine Scholle, aber hier ist eine Passage. Also irgendwie 4 Schollen, die eine Scholle sind mit 4 Passagen, die so trennen. So, hier nochmal ein bisschen was. Metallschaum. So, dann wollen wir mal. Was wollten wir reduzieren? Irgendwas wollten wir reduzieren, ich hab's vergessen. Ja, hier, ne? Alles installiert. Probier es aus. Okay, das bringt zumindest schon mal was. Das ist gut zu wissen. Wenn das hauptsächlich die Arbeitskraft betrifft. Also wir haben jetzt gerade mal 14 beschützt. Das ist doch. Ja, wir müssen es steigern. Wir müssen hier. Die 25 definitiv schneller ranbringen. Heißt, schnell die Konservennahrung voranbringen. Die Konservennahrungsproduktion voranbringen. So heißt das Ding, was ich meinte. Obwohl, wir sollten auch den Metallschaum für die Produktion voranbringen, weil nur die Produktion von 1, da kommen wir auch nicht mit vorbei da. Zumindest auf alle Fälle nicht auf Dauer. Ich meine, so häufig landen ja jetzt hier auch keine Container mit. Bei Metallschaum. So, 10. Ich glaube, dann sollten wir die Produktion doch erstmal von dem steigern und danach auf die Steigerung von. Okay. 20%, damit dürften wir ja theoretisch gesehen bei. Ja, müssen wir schon mal ein bisschen besser sein. So, dann brauchen wir wieder 10. Oh Gott, dieses Iridium. Ach, Iridium sage ich schon. Iridium haben wir eigentlich ganz gut. 130 Metallschaum können wir haben.
Schön wär's, würde ich mal sagen. Aber wir brauchen echt Metallschaum. Komm rein und entspann dich. Deswegen sollten wir jetzt hier nicht mehr wirklich was verkaufen. Komm rein und entspann dich. Höchstens, wenn wir ein bisschen mehr als 10 haben. Also, wenn wir, keine Ahnung, 500 haben, dann kann man wieder ein bisschen was verkaufen. Wenn wir schnelles Geld brauchen. Metallschaum, wieder auf dieser Insel. Ups. Ja, und ganz wichtig, wenn wir was verkaufen wollen, nicht auf Anfragen gehen. Nicht auf Angebote gehen, sondern auf Anfragen. So, die 10 sollten wir auch nicht haben. Gehen wir auf Arbeitskraft oder gehen wir auf Beschützer? Hier haben wir eine Vorzug von 68% hier auch. Aber ich würde sagen, dann gehen wir hier auf eine Verringerung. Hier können wir eh nicht so viel machen. Hat es jetzt auch noch nicht gebracht, aber gut. Aber mit dem Metall schon, das geht mir ja schon ein bisschen auf den Nerv, ne? So viel Zeit draußen verbringen? Ein Blick auf unsere Häuser genügt als Antwort. Ist in Ordnung. Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, warum wir das schon bekommen. Ich dachte, der Weltmarkt irgendwie ist erst ab Level 10 oder so da hier, ne? Ab 4 Stufe 10 erreichbar, obwohl jetzt bei der Börse, ne? Ist ja wieder anders. Ja gut. Heißt, muss ich jetzt wirklich ständig rumgucken, ob wir hier irgendwo diese dämlichen Viecher rumfliegen haben. Ich befürchte ja schon. Ich habe auch das Gefühl, dass allgemein so die Wartung die Produktion steigert, also die Wartungsreduzierung. Das heißt, es ist so gesehen mehr oder weniger fast schon irrelevant, wo wir jetzt die Wartung reinstecken. Hauptsache, wir stecken irgendwo Wartung rein. Gehen wir mal gucken, ob wir hier noch was machen können in der Wildwasserbucht. Während wir darauf warten, dass wir genügend Dings da haben. Willkommen an Bord, mein Freund. Ja gut, wenn wir Geld bräuchten, dann könnten wir natürlich irgendwo schon was reinstecken. Ne? Na gut, wir brauchen sogar wirklich Geld. Ich liebe das Meer. Wenn dem halt so ist, dann ist das halt so. Dann schnappen wir uns halt ein bisschen das Geld. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, ihr und eure Verjüngungskur. Jetzt mal ohne Witz.
Okay, die Algenverlösung ist auch nur bei 65%. Wollen wir das Verjüngungsding nochmal gedingst? Ich habe das Gefühl, dass uns. Ich hab's vergessen. Ich brauche mal keine Biopolymere. Wir haben viel zu viele davon. Ja, warum hast du jetzt hingestellt? Die geht ganz blöd. Ja, gut. Hab mal was aus den Augen verloren. Ich bin jetzt verwirrt. Kreisfarm. Die Robotoren. Oder die Autobots, wie um die heißen. Ach, hier. Oh. Zu wenige Sinnzellen. Dann. Da liegt woran, weil wir nicht genügend Algen haben. Dann ab die Aldi, ab auf die Algen. Plus 1 und das soll jetzt noch reichen. 105 von 105. Okay, gut zu wissen, dass Biopolymere, denn Plastik ist so 2070. Gut zu wissen, dass sie da auch so ein kleines Throwback zu dem Vorgänger gebracht haben. Gut zu wissen. Dann gehen wir wieder zu den Arki-Schollen. Ne, die Arkia-Schollen, so weit. Arkia-Schollen und, ja. Ne? Gehen dann hier nochmal hier hin. Prozent. 16 haben wir gerade mal. 50 Beschützer, das war. Was wollen Sie? Ab zurück in den Schnee. Was geht denn bei dir? Ich bin. Wow. Zu wenig Arbeit. Ja, ich merke das schon. Ich muss ja hier, ne? Also. Ne? Hier. Ich brauche mehr von diesen Oschis da. Von den Schaum brauche ich mehr. Weil anders komme ich da jetzt gerade nicht wirklich ran. Das Einzige, was ich gleich machen könnte, wäre zu gucken. Da draußen ist es schweinekalt. Warum kommst du nicht rein und taust erstmal auf? Was ich. Oh Gott, 919, das ist ja. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Da kann ich doch lieber warten. Hey, danke, dass du vorbeikommst. Hey, da kann ich jetzt wirklich lieber bis da hier suchen und warten, bis der Kram. Ich genügend habe. Boah, ist ja teuer. Okay, zumindest steigt unsere Produktion, was die Kreditbilanz anbetrifft, wieder. Haben wir schon fast wieder die 1000 erreicht, das ist schon mal gut zu wissen. Heißt, wir müssen uns nicht mehr ganz so viele Geldsorgen machen. Wir müssen sie uns immer noch machen, aber halt nicht mehr ganz so viel. Und Hauptsache, wir bekommen ja diesen Metallschaum. Bevor wir den wieder ordentlich eigenhändig produzieren können, weil hier wegen Menschen und so. Muss man sich Angestellte. Wie viele können hier drin hausen? Das ist die andere Frage. Es können hier hausen 10 Leute oder halt Arbeitskraft, ne? 15. Heißt, es scheint gerade wirklich eher daran zu liegen, dass wir halt mit der
Produktion von Konservennahrung nicht so wirklich vorankommen. Ich meine, mit den Neuroimplantaten, da können wir noch nichts machen. Mit der Gemeinschaft, da können wir auch noch nichts bauen. Das kriegen wir alles erst ab gewissen Beschützern hin, die wir halt noch nicht haben. Heißt, wir müssen wirklich hier die Konservennahrungsproduktion ein bisschen ankurbeln. Der braucht 2 Fisch optimal, wer das? Und der produziert, oder der holt 3 Fisch, 3 von 4 Fischen raus. Na gut, wenn wir genügend Leute hätten, dann würde die Produktion da auch ein bisschen besser vorangehen. Immer noch nur 4. Ich muss weiter suchen. Verkaufen, da kann man ja echt vergessen, das ist ja viel zu teuer. Wahrscheinlich das Projekt, was er uns irgendwie anbietet, vermute ich mal, ist dann hier, hat irgendwie vielleicht hier mit was zu tun mit dem, obwohl jetzt nur ein Sektorprojekt ist, ein Sonderbonus-Missions-Ding, wie von diesem Piraten da in Wildwasserbach oder wie auch immer der Ort da hieß. Ich glaube, nee, Wildwasserbucht, so war das. An dem wir jetzt ja gerade immer noch rumhängen, ne? Hier mit diesem blöden. Wo haben wir jetzt? Ja, haben wir hier natürlich nicht. Mit den Dings da. Boomstars. So, Produktion, dann gehen wir hier nochmal auf. Das sind wir bei 77%. Können wir ja schon wieder zurückgehen. Und dort drüben dann ein bisschen wieder was verkaufen. So, Wildwasserbucht. Da haben wir bestimmt schon wieder was. Oh, wir haben sogar Mission. Also, eigentlich bin ich niemand, der zum Streik aufruft. Aber wenn dieses Problem nicht bald bereinigt wird. Danke für all Ihre Bemühungen. Da ist unser Schiff. Machen wir das mal Flix. Was sollen wir machen? Achso, hier, da. Dann holen wir das und dann holen wir uns zumindest so ein bisschen Geld rein. Andocken erfolgreich. Dann bringen wir dem das mal. Cassian Industries erwartet, dass laden sie mit deinen. Okay, das können wir auch machen, obwohl die brauchen wir wirklich Graphen nicht so unbedingt. Einfach exzellent. Können wir was verkaufen? Das nicht mein Lieblingskunde ist. Wenn das nicht mal mein Lieblingskunde ist. Wir haben nicht genug. Wir bräuchten halt irgendwie ich doch. Ich weiß, was über mich erzählt wird. Aber Nano, sie kommen ne? Trotzdem alle zu mir. Hartes Stück Arbeit, aber sie haben es hingebogen. Und na, Moment. Okay. Bei Nick kannst du richtig sparen. Haben wir doch. Okay, wir verbrauchen wieder alles. Das ist das Problem. Dann würde ich mal behaupten, das ist eine gute Investition. Nano. Du wolltest die Revolution zerschlagen, aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Oh. Was für ein Idiot. Vor allem hat er jetzt wirklich unsere Stadt ins Visier genommen. Der, oh, toll. Was sollen wir jetzt machen? Zerstören Sie feindliche Schiffe, um die Invasion abzuwehren. Flotte ist unterwegs.
Identifizieren Sie sich. Und wie sollen wir das jetzt gedingsen abwehren? Totale Überforderung. Schau an, wer da ist. Nein, darfst du nicht. Was? Ja, negativer Dings da, wegen hier den Typen da. Boah, dauert das, bis die da sind. So gut. Flotte trifft ein. Flotte trifft ein. Ja, von wo und auch sonst so und so und Ihre Diskretion ist zufriedenstellend. Cassian dankt Ihnen dafür. Cassian Industries ist der weltgrößte Anbieter für Bergbau und Schwer. Dann wollen wir die mal fertig machen. Sind unterwegs. Okay, nee, wir gehen dann doch lieber zu denen da oben. Zuerst hin. Alle zum Einsatz. Ziel bestätigt. Bereit für Einsatz. So. So muss da haben wir schon mal die ersten, dann können wir auch weiter nach oben gehen. Sind unterwegs. Zu den nächsten. Aber dass wir nochmal mehr Action bekommen als hier diese eine Mission, da hätte ich jetzt nicht erwartet. Sind unterwegs. Roger. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann geht's zu den Kameraden da unten. Bestätigt. Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Pause empfohlen. Wir werden angegriffen. Ziel bestätigt. 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 Gehen wir schon hier. Waffensysteme bereit. Das ist im Grunde genommen schon fast platziert. Starte Nuklearrakete. Wir werden beschossen. What the fuck? Was auch immer das gerade war. Bestätigt. Ja, gerade ein bisschen viel Action hier unten. Verstanden. So, Raketenfeuer können wir gut gebrauchen. Treibstoff erst recht. Koordinaten bestätigt. Und ich würde sagen, wir packen mal eine Reparaturdrohne hier hin. Reparaturdrohnen gestartet. Sehr schön. Dass wir jetzt wieder unten rumtummeln müssen. Dann gehen wir mal hier hin. Kommt wahrscheinlich auch rum. Oh, natürlich drehen sie um. So, wir haben 13. Was? Wir haben 13 von 16? Was, um Invasion abzuerwähnen? Ah, alles klar. Wir müssen gar nicht alles wegdingsen. Volle Kraft voraus. Wir müssen gar nicht alle platt machen. Es reicht einfach, dass wir ein paar platt machen. Damit die anderen nur Rückzieher machen. Sie. Das Schiff war unwichtig, aber für die Crew
musst du bezahlen. Wir werden angegriffen. Hä? Gut. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Okay. Ja gut, kann man mal machen, ne? Ja, wo waren wir eigentlich gerade? Wir waren schon hier, ne? Volle Kraft voraus. Bist du bereit für eine kleine Herausforderung? Nee, gerade nicht. Wie aufs Stichwort. Möchten Sie an einem unserer Projekte teilnehmen? Ich brauchte Geld, also ja. Ach du heiliger Bimbam. Volle Kraft voraus. Moment, was? Nee, Moment, nutzen Sie. Fazitnutzen. Ach so. Festigen Sie Schiff an Ihrem Kommandoschiff. Also jetzt doch, oder was? Im Gange. Verstanden. Hä? Befestigen Sie Schiff an Ihrem Kommandoschiff. Kommandoschiff. Roger. Befestigen. So, da muss ich jetzt woanders hin. Nein, da wollte ich nicht hin. Wahrscheinlich muss ich erst hier hin, oder? Oder ist posiert? Nee. Totale Überforderung. Da muss ich hin, so. Andocken erfolgreich. Andocken erfolgreich, dann hier hin und so weiter und so fort. Brauchen wir langsam wieder hier ein bisschen Energie, sehe ich gerade. Dann können wir gleich direkt zu dem untersten da gehen. Ah, es gibt dann wahrscheinlich noch andere Frachter. Und nicht nur den einen. Muss man erstmal finden. Seile sind befestigt. Boah, ist so weit weg. Aber wir sollten ja langsam auch wieder ordentliches verdient haben. Willkommen im Haus der unglaublich begehrenswerten Nick. Erkennt ein gutes Geschäft, wenn er eins sieht. War beeindruckend mit anzusehen. Vielen Dank dafür. Gern. Foxconn, ein großer Name in der Roboter- und Biocomputertechnik. Und jetzt kennt man dort auch ihr Unternehmen. Okay. Das freut mich aber zu hören. Bestätigt. Börsenadresse und so. Sicherheit 10. Wir brauchen mehr Energie, verdammt. Und offenbar brauchen wir auch plus 100, plus 1000.
Was das betrifft, ich glaube, wir könnten theoretisch gesehen mal wieder hier in der Arkia-Region vorbeischauen. Da haben wir zumindest das genügend davon. Und können dann bestimmt ganz entspannt hier so ein bisschen Arbeitskraft umsortieren. Jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr. Läuft. Habe mittlerweile 21 Beschützer. Wir brauchten 50. Warnung. Ne? Menschliche Ressourcen ungenügend. Mein Job. Man kommt so über die Runden. Wie viel kostet das jetzt hier nochmal? Auch 7.500. Können wir vielleicht was verkaufen? Oho, was jetzt nicht das ist? Da bisschen mehr das? Das wäre dann abgemacht. Oh, wo sind wir schon fast bei der 7.500 Marke? Ich frage mich echt, was diese ganzen Forschungen bringen. Die wir dann mit Hilfe der Astronauten machen können. Das würde interessant werden, das steht schon mal fest. Wir haben 23 von den Dingern da drin. Quer auch von mir aus den Rest von denen. Cool, dass du hier bist. Ganz allgemein gesprochen, cool. Gekauft. Kram verkaufen. Was muss ordentlich Geld im in der Hinterhand? Mein Job. Ja, dein Job, ich weiß. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Boah, hat das gedauert. So, kriegen wir jetzt wenigstens genügend Leute, jetzt gehen genügend Beschützer hier rein. Das ist also die Weiße Wüste. Weiß ist sie sicher, aber wüst? Nun ja. Aber wie schön, ja. Das ist wirklich so, das weiß ich nun wirklich nicht. Dieser Ort ist nicht schlecht, aber das beeindruckt niemanden. Ja, und jetzt müssen wir jetzt noch weiteres bauen oder wie oder wo da. Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, beim letzten Mal war ich in einer anderen Region, in der dritten, wenn ich mich recht entsinne. Das ist also die Weiße Wüste. Ja, das ist also die Weiße Wüste, das ist richtig. Haben wir zu viele Leute gerade? Hier oben demnächst nochmal so ein Verteilzentrum hinbauen, also ein Logistikzentrum. Einfach, dass es dort ein bisschen schneller vorangeht. Ja, wir sind noch bei einer Konservennahrung bei minus 3. Besser gesagt, schon wieder Scheiße. Aber das bringt halt auch nichts, weitere Leute hinzubauen, weil es einfach nichts bringt und so, ne? Warnung. Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Äh,
würde jetzt mal behaupten. Ich würde mal sagen, das wird nichts verändern. Abgesehen davon, dass noch keine Straße ist, aber... Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Selbst hier bringt das nichts. Produktivität. Die Custodians schauen uns die ganze Zeit auf die Finger. Ja, ich weiß, dass... Also die achte Region ist gerade echt schon ein bisschen so ein kleines Problemkind geworden hier, ne? Oder zumindest ist es aktuell, also aktuell ist es noch nicht profitabel. Oder wird ihm annähernd profitabel? Was wollte ich jetzt nochmal hier erweitern? Schon wieder vergessen. Also irgendwas hapert es ja immer, ne? Aber wir verdienen ja schon wieder Beschützer. Mein Job. Man kommt über die Runden. Das Problem ist, wir müssen halt wirklich die Konservennahrungsproduktion vorantreiben. Optimale Eingabe ist 2, die Sektorbilanz ist 1. Das heißt, wir müssten unter Umständen noch ein weiteres Landenetz bauen. Und jetzt brauchen wir Geld. Das ist also die weiße Wüste. Ja, das ist die weiße Wüste. Ich weiß, dass es die weiße Wüste ist. Die weiße Wüste des Grauens. Ich versuche eines dieser Meteoritenfragmente. Was für ein Deal. Das war zum Beispiel ein bisschen Geld. Theoretisch gesehen sollten die ja schon ein bisschen... Ne, was ist theoretisch gesehen? Die Arbeiter sind immer noch das Problem. Heißt, wir brauchen wieder 7.500. Ich gehe mal wieder rüber zum Brunnen-Dings da. Anders scheinen wir gerade nicht wirklich dazu zu kommen. Das. So, ich glaube, das andere, was ich da vorgenommen hatte, waren, glaube ich, die Ikuma-Gletscher, als ich das letzte Mal gespielt habe. So, Geld. Was sagen denn unsere... Wir haben gerade mal 5 Nano... Ne, wir haben 50 im Nano... wir haben 50 im Lager. Das heißt, wir sollten eigentlich gut Geld kriegen. Du willst einen guten Deal? Bei mir kriegst du den besten. Verdammt, die verkaufen es gerade natürlich nicht. Die richtige Ware zum richtigen Preis. Die richtige Ware zum richtigen Preis. Dann haben wir einen Deal, mein Freund. So, damit sollten wir erstmal wieder ein bisschen über Wasser sein. Dann können wir wieder zurück in die... Ja, in die Arkierschwein. Zu den Arkierschwein. Und dann geht es wieder natürlich weiter, was die Verminderung der Arbeitskraftwartung betrifft. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Mein Job. Man kommt über die Runden.
Die Produktion ist aber immer noch gering. Dieser Ort ist. Achtung! Unterversorgung mit ja, bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier auf ein Dosenfließband gehen. Um das Ganze ein bisschen zu steigern. Oh ja, dann nochmal. Haben wir das Geld. Das sollte reichen, solange oder? So bleibt, ja. Kommen wir über die Runden. Steigt das jetzt ordentlich? 35, 36, 37, 38. Läuft! Auch wenn ich ein bisschen schneller war. Heißt, wir können jetzt endlich so bald langsam den Raumhafen bei den Archeoschollen erweitern. Wurde ja auch mal Zeit. Ihre arktische Siedlung wächst konstant. Die Personalanforderungen für die Docks ihres Raumhafens sollten inzwischen erfüllt sein. Ja, dem ist auch so. Take a body's high.